uns am Ende der letzten Episode von unserem Ankerplatz und damit auch von all den sozialen Aktivitäten verabschiedet haben, machen wir noch einen Zwischenstopp auf einem anderen Ankerplatz. Vor vielen, vielen Jahren ist hier das Kon-Tiki-Floß angekommen. Und natürlich können wir es uns nicht nehmen lassen, uns das Denkmal von der Anladung einmal anzusehen. Also, was ist hier so Besonderes? Hier ist im Jahr 1947 das norwegische Boot oder Floß Kon-Tiki gestrandet. Die sind damals irgendwo in Peru aufgebrochen und hierher gedriftet, mehr oder weniger, um zu beweisen, dass die Besiedlung Französisch-Polynesiens, statt wie bislang angenommen, von Westen, von Samoa aus, auch vom südamerikanischen Kontinent, hätte stattfinden können, und dass die damals schon die passenden Möglichkeiten dafür hätte und genug Bootsbau, Engineering, Knowledge. Eirektor, Thor Heyerdahl. Nachdem wir jetzt mehr als 3 Wochen im Raroha-Atoll gewesen sind, sind wir jetzt gerade aufgebrochen Richtung Makemo. Ja, wir müssen jetzt erstmal hier aus dem Atoll wieder raus. Das muss man natürlich immer zum richtigen Zeitfenster machen, weswegen wir jetzt gerade losgefahren sind. Es ist jetzt ungefähr 1 Uhr und wir hoffen um 2:30 mit dem Tidenwechsel ohne Probleme aus dem Atoll wieder rauszukommen. Wir sind gemeinsam unterwegs mit unseren Freunden von Sailing Vessel Yum Yum und Sailing Vessel Sibbo. Wir machen so eine kleine Flottillenaktion diesmal, um nach Makemo zu kommen. Ja, die Zeit hier war eigentlich ganz cool, bis auf die Tatsache, dass unser Laptop abgeraucht ist und alle unsere Videos und Fotos mal wieder Geschichte sind. Das ist ein bisschen ärgerlich und hat uns ein bisschen die Laune verdorben. Und dann kam noch dazu, dass hier eine Unwetterfront nach der anderen durchgezogen ist. Das heißt, dass wir viel, viel Zeit unten im Boot verbracht haben mit Lesen und Filme schauen. Das war jetzt nicht ganz so toll und die nächste Unwetterfront kommt auch in 2 Tagen schon wieder. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, das Wetterfenster zu nutzen, auch wenn draußen wahrscheinlich extremer Wellengang herrschen wird, um durch die Nacht zu segeln und nach Makemo zu fahren. Es sind 80 Meilen grob und wir wollen morgen um 11 Uhr vormittags dann in den Pass reinfahren. Da ist dann auch gerade wieder Tidenwechsel und ja, schauen wir einfach mal, wie das so wird. Ist ein bisschen doof, weil wir durch die Nacht echt langsam fahren müssen. Heißt, wir werden wahrscheinlich nur die halbe Genua benutzen, damit wir einfach nicht zu schnell unterwegs sein werden und dann morgen zu lange vor Makemo noch hin und her kreuzen müssen, bis wir reinfahren können. Naja, aber es wird schon irgendwie alles werden. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung, so das erste Atoll zu sehen. Besonders überraschend ist, wie viele Haie es gibt und vor allem, wie viele Haie eigentlich im Flachwasser leben. Also eigentlich in jedem Inlet, wo das Wasser übers Riff reingekommen ist und es ungefähr so, ja, ich würde mal sagen, zwischen Knietief und Bauchnabelhöhe, da wohnen die Haie. Das ist zum Schnorcheln natürlich ganz schön, aber teilweise auch ein bisschen beängstigend, wenn da so eine Gruppe Haie ist und die dann auf dich zukommt. Die interessieren sich natürlich eigentlich nicht wirklich für einen, aber es ist doch irgendwie ein bisschen furchteinflößend. Kommen wir immer näher, obwohl wir nur ein halbes Segel draußen haben. Ja, und so gehen wir uns auch richtig gespannt. Ne? Aber das ist das echt schönste Kroatien-Segeln. Keine Welle. Hier zum Knotenwind. Super. Können die ganzen Tag machen. Und lass mir in Kroatien keine Korallenköpfe rausgucken, wenn du rumsegeln musst. Das stimmt. Super zum Segelschild.
müssen alle die Segel nochmal reinholen, weil da vorne vor uns ist der Pass. Und da müssen wir jetzt noch mit Vollgas durchmotoren, weil der Tidenkalender nicht stimmt und es ist gerade immer noch Flut, wie wenn das die Welle reinkommt. Das war nicht ganz so geplant, aber das wird schon. Man sieht, wie das Wasser am Brodeln ist und eine stehende Welle vor uns ist. Beschleunigt. Ja, also durchs Wasser haben wir auch 10 Knoten gemacht. Okay. Dach, da gehen wir oberhalb oder unterhalb dieser Insel, die da im Weg ist. Also der Plan war, südlich von Tainga durchzufahren und da vielleicht sich im Windschatten von Tainga vielleicht heute Nacht noch mal ein bisschen abzuwarten, damit wir dann nicht allzu lange vor dem Eingang hocken müssen. Was verstehst du unter abzuwarten? Also je nachdem, wann wir bei Tainga sind, könnten wir in Lee von dem Atoll ein bisschen runterslowen. Ja, ein bisschen die Bremse reindrücken und morgen soll er auch so gegen 10, 11, wenn ich mich nicht vertue, Schlechtheit auch Makemo sein. Das heißt, wir sollten jetzt zusehen, dass wir 16, 17 Stunden brauchen. Ja, aber eben dann wird das mitten irgendwo in der Nacht sein, dann abzubremsen da und ja. Nee, ich meine jetzt nicht zirkeln, aber ich denke mal, dass es im Lee von dem Atoll weniger Welle sein wird als mittendrin. Und dann, dass man da, ja, wie gesagt, jetzt nicht groß zirkeln, aber eben halt vielleicht ein bisschen zu viel rausnehmen. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal, wie die Welle dann draußen ist und wie der Windwinkel ist. Dann schauen wir weiter, oder? Genau, das war der Plan. Erstmal hin, gucken, was passiert, wie es aussieht und dann kann man das mal ein bisschen entscheiden. Okay, gut, dann setzen wir mal die Segel.
Da wären wir also in Makemo angekommen. Heute Morgen reingeankert. Und jetzt haben wir gerade gehört, obwohl Sonntag ist, dass der Supermarkt bis 12 Uhr auf hat. Morgen kommt wohl auch ein Versorgungsflieger mit frischem Obst. Geil. Und ich mittlerweile, oder dass ich mich sogar mittlerweile über frisches Obst freue, das soll schon was heißen. Ja, wir gehen ein bisschen die Lage erkunden, was es hier so gibt. Sieht auf jeden Fall wieder echt schön aus. Auch witzig, hier ist ein Kindergarten oder eine Schule mit Außenduschen. Wir sind jetzt schon seit ein paar Tagen hier auf Makemo und hatten Gelegenheit, ein bisschen das Atoll auszukundschaften. Seit ein paar Tagen bläst jetzt allerdings wie Hölle. Also die Hölle ist jetzt übertrieben, aber ist eine ordentliche Brise, um die 20 Knoten durchgängig. Mit anderen Worten, so richtig Spaß machen zu schwimmen tut es gerade nicht. Und man wird relativ auch schnell weggetrieben vom Boot. Und naja, jedenfalls hängen wir halt eine ganze Weile jetzt schon auf dem Boot rum, was ein bisschen langweilig ist. Was aber gut ist, dass unser Buddyboat, die Yam Yam, einen ausgebildeten Kite-Lehrer an Bord hat. Mirko und Thierry flitzen schon die ganze Zeit die Küste rauf und runter. Und wir konnten nur neidisch, oder ich konnte nur neidisch, denen dabei zusehen, wie sie eben halt Spaß im Wasser haben, während wir uns so ein bisschen hinter der Sprayhut versteckt haben. Das heißt, Thierry wird versuchen, mir das Kiten die nächsten Tage beizubringen. Wobei das für ihn gar nicht so einfach wird. Ich glaube, seit dem Schulsport habe ich jetzt nicht so richtig intensiv mich bewegt beziehungsweise mich mit irgendeiner neuen Sportart beschäftigt. Und die ist jetzt mindestens schon 3 Jahre her. Naja, lassen wir das. Jedenfalls wird es Zeit für mich, mich umzuziehen und meine erste Kite-Session zu nehmen. Ich gehe noch ein bisschen nach links. War super, schön Upwind gegangen, perfekt. Okay, rock and roll. Aber so ist schon völlig ausreichend, ja? Ich glaube auch nicht,
dass der Terry sich richtig beeilen wird, dem Mario das beizubringen. Weil natürlich haben die beiden auch einen Deal gemacht, dass das Terry ganz umsonst macht. Das hätte er wahrscheinlich auch gemacht, natürlich. Aber für jeden Tag, wo er dem Mario das Kalten beibringt, steht kaltes Bier und Rum für ihn bereit. Also wahrscheinlich ist es sogar in Terrys Interesse, dass der Mario es nicht so schnell lernt. Wir sind gespannt. Drei mit Mario, da kein Profi. Schauen wir mal, wie er durchkommt. Hallo. Ja, weiter, weiter. Ja, ja. Eingrooven. Body crack. Das Leben als Kiter? Hammer, mega geil. Jetzt müssen wir das nur noch können, dann wäre das noch geiler. Macht aber tierisch Laune. Mega geil. Ich meine, nicht mal eine tierische Bedingung. Das ist ein Mörder. Ja, soll ich das haben? Nochmal. Nochmal. Okay, von hier.